Grüezi wohl, einen herzlichen guten Morgen heute an diesem Donnerstag, dem 6. Oktober, hier zu Reinis Zeitgedanken und natürlich wieder mit Losung und Lehrtext, dem alttestamentlichen und dem neutestamentlichen Text. Und was besonders toll ist, diese Texte sind heute unglaublich aktuell, aktueller denn je. Schauen wir doch mal rein, ich habe sie natürlich wieder für uns vorbereitet. Da heißt es: Die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf, aber die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall. Das ist aus dem Propheten Hosea genommen und das ist eigentlich so das Schlusswort an das Kapitel 14 ganz am Ende angefügt, noch einmal zusammenfassend zu dem, was da drinnen alles steht. Und was wird denn dem Volk da vorgeworfen, dass so ein Bild hier nochmal aufgezeigt wird, dass nämlich die Gerechten darauf wandeln, aber die Übertreter kommen auf diesen Wegen des Herrn zu Fall. Es wird ihnen vorgeworfen, und ich zeige es noch einmal mit einer anderen Folie, damit wir es auch gleich sehen, dass sie liebäugeln mit der Macht Assur, mit der Großmacht und gerne auf Pferden reiten, also der Wohlstand wird da verkörpert, sie wollen genauso wie die Großmacht unterwegs sein. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, sie bezeichnen ihre Hände als Gott. Und das ist natürlich ein unheimlich starker Ausdruck. Einmal wollen sie den Reichtum, also das Volk Israel ist da voll auf Abwägen, möchte genauso wie eine Großmacht sich vorführen und feiern lassen. Und zum anderen beten sie ihre Hände selbst an. Sie meinen, mit ihrer Händewerk, da erreichen sie Göttliches. Und das zielt so dermaßen in unsere heutige Zeit hinein, dass wir fast sprachlos sind. Denn wir sehen ja, dass genau das auch heute und die letzten Jahrzehnte geschehen ist. Man möchte so dastehen als Großer, als Herrscher, auch als einer, der Unglaubliches vollbracht hat. Und nun wird ja sogar uns noch vor Augen gestellt, dass unsere Hände, also dass der Mensch alles kann, zu allem in der Lage ist. Und hier will ich nur das Wort Harari sagen, die rechte Hand von Klaus Schwab. Ja, der Transhumanismus kriegt noch einmal mit der Agenda 2030, mit dem Great Reset 1 draufgepackt. Jetzt wollen wir selber Menschen kreieren, die Gesellschaft kreieren und nach unseren Vorstellungen digital aufschalten, abschalten, einschalten. Es ist der Wahnsinn. Das geschieht und da kommen am Ende dieser Worte, dieser Feststellung, die Worte: Die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf. Es sind wohl nicht mehr viel Gerechte, die darauf wandeln, und deshalb diese ganz große Mahnung: Kehrt um. Hört auf mit diesem Schwachsinn, mit diesem wirklichen Blödsinn, der alles in den Schatten stellt und der eigentlich diese Schöpfung, den Menschen und alles, was hier lebt, zerstört. Es ist kein Wunder, dass wir Dinge sehen, die uns beängstigen, dass nicht nur scharenweise die Vögel sterben, dass das Bienensterben beginnt und vielleicht auch bald das Sterben der Menschen. Manche sagen, es hat schon längst begonnen aufgrund medizinischer Eingriffe. Ja, was wir hier vor Augen geführt bekommen, ist deftig. Und da kommt jetzt noch das andere Wort dazu und das baut uns auf, trotz dieser vielen dunklen Wolken. Da heißt es: Redet einander zu und richtet euch gegenseitig auf, wie ihr es ja tut. In einer Zeit, die so turbulent ist, wird noch einmal daran erinnert, und zwar, dass wir wach sein sollen, dass der Herr ja bald kommt. Wir wissen weder Tag noch Stunde. Das ist der Kontext dieses ersten Thessalonicher Briefes, dass wir also dranbleiben müssen, sollen, dürfen. Und was gibt es da Wichtigeres, als sich gegenseitig aufzubauen, nämlich zu ermutigen? Und deshalb das wunderschöne Eingangsbild mit den tiefroten Blättern des Ahornbaumes. Das macht Mut, wenn man sieht, was der Schöpfer zu Wege gebracht hat und immer noch zu Wege bringt, trotz so viel Gift und Zerstörung. Ja, wir können einander ermutigen, zusprechen, wir sollen es tun, wir brauchen das. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, dass wir einfach aus unserem Tief herausgezogen werden müssen und sagen, wir müssen nicht nur nach den Negativen schauen, sondern wir dürfen uns ermutigen, wir dürfen uns an solchen Sachen wie den Ahornbaum auch noch freuen.
Und die andere Sache ist diese, dass wir uns ermutigen, standhaft zu bleiben. Ermutigen, endlich einen geraden Weg zu gehen und den Weg der Kompromisse endlich aufzugeben. Ich weiß, wie schwer das ist und manchmal ist es gut, wenn es einen über Nacht überfällt, dass man gar nicht selbst entscheiden kann, sondern merkt, ups, was habe ich da angerichtet, weil ich nur versucht habe, den geraden Weg zu gehen. So ähnlich ist es mir dann gegangen, als ich die Maske in der Schule verweigert hatte. Was dann geschah, mit dem habe ich zuvor niemals ganz gerechnet. Also, dass man den Weg der Kompromisse mal beiseite legt und sagt, so, ich möchte mich jetzt ganz von diesem Herrn, von diesem Gott, der durch diese Dunkelheiten führt, hinaus zum Licht, auch wieder wirklich ansprechen lassen und leiten lassen. Und ich habe so den Eindruck, wenn ich in die Welt hinausschaue, dass immer mehr Menschen diesen Weg des Kompromisses langsam, aber doch manchmal auch sehr deftig verlassen und sagen, so kann es nicht weitergehen, dass wir uns immer in einen Kompromiss wiederfinden, der uns dann letztlich unter die Knute dieser Globalisten zwingt. Nein, wir können tatsächlich uns Gott anvertrauen und den geraden Weg gehen und der wird uns zum Wandeln geradezu Freude machen. Nämlich der, der auf diesem geraden Weg, so wie es auch hier in diesem Text heißt, die Kompromisse trotzdem noch lebt, der wird stolpern, der wird irgendwann zu Fall kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und das ist es, was die Menschen häufig nicht sehen, dass der Kompromiss irgendwann als Lüge auffliegen wird, wenn es ein fauler Kompromiss ist. Es gibt ja gute Kompromisse, die können wir weiterhin leben. Aber diese faulen Kompromisse, wo wir einfach Zugeständnisse machen gegen unser Gewissen, gegen unser Wissen und Gewissen, die gilt es abzustellen. Und da möchte uns Gott ermutigen und da brauchen wir uns gegenseitig. Und deshalb alle, die auf dem geraden Weg schon unterwegs sind und sich freuen, dass sie nicht stolpern, weil sie gesagt haben, es ist Schluss, lasst uns untereinander stärken, lasst uns untereinander auch im Gebet einschließen. Lasst uns für den anderen da sein und nicht nach unseren Egoismen wieder neu schauen und sagen, ich bin ja nur wichtig, sondern egal wie es uns geht, egal was uns gerade zugemutet wird, trotzdem diese Solidarität zu üben und einander, füreinander da zu sein. Und da sind wir ganz, ganz stark beim 1. Thessalonicher Brief und den möchte ich uns da mit auf den Weg geben. Egal wo wir sind, egal an welchem Ort, es gibt überall Menschen, die uns brauchen, die wir vielleicht übersehen und die aber doch angesprochen werden wollen. Und da haben wir eine Riesenaufgabe, uns einander stark zu machen, damit auch dann noch der Letzte merkt, es macht Freude, auf einem richtigen Weg unterwegs zu sein und darauf zu wandeln. Weil, wenn wir nämlich die Kompromisse ablegen, dieser Weg dann zu einer Autobahn wird. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche Ihnen heute an diesem 6. Oktober einen wundervollen Sonnentag. Er wird hoffentlich noch ein wenig so in dieser Freude uns in Erinnerung bleiben. Ich war gestern unterwegs, was sich dort am Himmel abgespielt hat. Es war eine Megakatastrophe. Sowas habe ich mein Leben lang noch nicht gesehen. Und ich möchte alle, die hier in diesem Stream auch unterwegs sind, einfach bitten, macht euch stark. Und wenn es euch nicht interessiert, was vom Himmel auf eure Köpfe herabregnet, dann denkt bitte an eure Kinder und an eure Enkelkinder. Es ist eine Katastrophe und man merkt es auch, wenn man draußen unterwegs ist und geradezu noch hier und dort etwas Sport treibt, wie einen das beeinträchtigt und was da alles so vom Himmel regnet und fällt. Ich habe genug Infos da auf meinem Telegram geschaltet. Und wer es nicht glaubt, der kann alles selber recherchieren, der kann in Google reingehen, der kann zum Wetteradler gehen. Es ist genügend Beweismittel draußen. Und wir wissen, dass das Wetter seit vielen Jahrzehnten voll in den Händen gewisser Leute liegt und sie tatsächlich manipulieren.
Also meine Bitte, schauen Sie häufig zum Himmel, und das ist doppelbödig gemeint, zum Himmel, in dem Sinne, dass Sie zu Gott schauen und die andere Möglichkeit zum Himmel zu schauen, die Realität auch ins Auge zu nehmen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf und das Allerwichtigste, bleiben Sie mit Gott verbunden. Es grüßt Sie ganz, ganz herzlich, Ihr Reini von den Zeitgedanken, und noch einmal ganz herzlichen Dank auch für die ermunternden Worte, für die aufbauende, ich kann sie auch gebrauchen, denn ich bin auch nur ein Mensch, natürlich mit Gott verbunden, aber hier und dort geht es mir ganz genauso wie euch und Ihnen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns gemeinsam um Gottes Wort herum versammeln und auf dieses Wort hören. Auf Wiederluege und einen wunderschönen Tag.